Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, mit unserer Serie Tiere suchen Menschen haben wir wieder zwei gestrandeten Tierheimbewohnern geholfen, ein neues Zuhause zu finden. Die vor einer Woche vorgestellten beiden Katzengeschwister sind in dieser Woche umgezogen und können nun wieder ein individuelles, aufregendes Katzenleben führen. Heute präsentieren wir zuerst eine schöne norwegische Waldkatze, die am 10. Oktober in Ortrufs Waldstraße gefunden wurde. Sie wird auf ungefähr 1,5 Jahre geschätzt, ist sehr menschenbezogen und überhaupt nicht scheu. Für die junge Dame wird der Besitzer gesucht. Vielleicht erkennt auch jemand die Katze und weiß, wo sie hingehört. Außerdem stellen wir heute eine schöne schwarze Mieze vor mit weißem Lätzchen und weißen Pfötchen, die vor längerer Zeit in Gotha auf dem Kranberg gefunden wurde. Sie wird auf ungefähr 6 Monate geschätzt und ist ebenfalls ein Mädchen. Für diese Schmusebacke wird ein neues Zuhause gesucht. Die Mieze wurde in der Arche Noah gechippt und kastriert. Sie hat eine sehr feine Fellzeichnung und kommt gern zum Streicheln ihres Pelzchens. Die Möglichkeiten, wo diese Katze in Zukunft leben könnte, sind groß. Bei einer Familie oder einer Einzelperson, in einer Wohnung oder mit Freigang. Alles ist möglich, sagt Tierheim-Mitarbeiterin Katrin Schallenberg. Hauptsache, sie kann bald in einem eigenen Revier leben. Die Begrenzungen in der Arche Noah mögen die eingesperrten Kätzchen überhaupt nicht. Vielleicht hat ja ein Katzenfreund noch ein leeres Sofaeckchen für unser jugendliches Katzenmädchen.